Hallo und recht herzlich willkommen zur fünften Folge der Football Manager Karriere Online zusammen mit dem Mike. Hallihallo. Ja, wir sind Trainer von Frankfurt und von SC Freiburg. Die zwei schlechten Mannschaften. Platz 14 und Platz 16 momentan. Wir haben viel vor, kommen jetzt quasi durch den kompletten Dezember mit englischer Woche und dann geht es auch schon. Leute, englische Woche, ich hab Transferfenster. Gar kein Problem. Das seht ihr jetzt alle hier. Alle hier. Viel Spaß. Junge, seht ihr alle hier? Leute, ganz kurz, ich will nicht viel labern, ich will euch nur auf dem aktuellen Stand halten. Wir haben letzte Folge gegen Mainz gewonnen, gegen Augsburg unentschieden und gegen Gladbach verloren. Also alles mal mit drin, sehr schön. Jetzt spielen wir gegen Bielefeld, Schalke, Hertha. Bielefeld Aufsteiger, aber trotzdem unglaublich gut in die Saison gestartet. Schalke auf Platz 1 und Hertha, ja auch nicht schlecht. Jan hat gegen die ziemlich verkackt. Und dann schaue ich Jan noch beim DFB-Pokal zu, das wird auf jeden Fall cool. Zwei Heimspiele, okay. In der Taktik habe ich nichts verändert, außer dass ich Pedersen rausgenommen habe, weil der mir ein bisschen auf den Sack geht in letzter Zeit. Ich weiß nicht, ob ich Höhler oder Demirovic tauschen soll, ich weiß es nicht. Ich lasse den mal wieder von Anfang an spielen. Ich meine, der ist ja auch eigentlich besser, aber egal. Und Höfler hat sogar gelb, lol. Krass. Aber da setze ich auch mal wieder ihn hier ein, lol. Okay, also, um jetzt auf den Punkt zu kommen, das bleibt einfach die Taktik. Ich bin einfach sehr gespannt, was wieder so passiert. Training haben wir defensiv immer noch ein bisschen eingestellt und dann Spiel gegen Bielefeld. Dann haben wir gegen Schalke, bis zum Schalke-Spiel können wir ja original nichts machen. Und dann nach dem Schalke-Spiel zwischen Hertha und Schalke und so kann man ja auch nicht viel machen. Ich glaube, das lasse ich einfach so, wie es hier voreingestellt ist. Ja, und dann danach habe ich halt ein bisschen Zeit, hoffentlich da was Cooles zu trainieren. Vielleicht. Ansonsten, was meine Pläne sind, habe ich in der letzten Folge schon mal gesagt. Meine Pläne sind, einfach gegen Bielefeld stabil zu stehen und vielleicht was mitzunehmen. Gegen Schalke auch nicht unterzugehen. Ich will einfach ein stabiles Grundgerüst aufbauen. Ob das jetzt schon geklappt hat bis zum Spiel gegen Schalke, weiß ich nicht, aber mal gucken. Und gegen Hertha genauso. Also Jan ist da untergegangen. Ich hoffe, dass es mir nicht passiert. Ja, ich spiele am Sonntag. Das ist ja, ich würde ja gerne jetzt spielen. Ja, ich spiele. Das wäre viel jetzt geiler. Dann kann, nee, das ist ja viel cooler, wenn ich jetzt verkacke und dann kannst du an mir vorbeiziehen. Ist das nicht toll? Ja, das ist auch cool, aber wäre viel cooler. Eigentlich, ich hätte gerne am Freitag gespielt, ganz ehrlich. Das Freitagsspiel. Dass ich dann an dir vorbeiziehe. Nein, damit ich genug Pause habe vor dem Gladbach-Spiel. Quatsch. Ich habe dem Pressetypen gesagt, dass er ein Narr ist. Ja, Leute, keine Ahnung. Also, wir spielen jetzt das Spiel. Und dann gucken wir mal. Ich weiß es nicht. Also, mindestens ein Unentschieden halt. Aber man weiß ja nie gegen solche Mannschaften. Ja. Aber das, also schmeckt tatsächlich, aber es ist halt ewig noch nichts geschehen. Ich bin sehr gespannt. Ja, er hat nämlich gerade gesagt, das ist die schwächste Offensive Bielefeld. Danke, dass sie gegen mich 1-0 gewonnen haben. Ich dachte, dass ich die schwächste Offensive bin. Ich würde ja auch gerne jetzt mal nicht die schwächste Offensive sein, sondern mal was für die Tore kannst du. Nein, Quatsch, ich will auf jeden Fall gewinnen, hallo. Oh, die schwächste Offensive? Ja, hat er gesagt, deswegen habe ich ihn ja für einen Narr erklärt. Cordoba. Erster Schuss und 1-1. Und nicht das 2-1. Gott sei Dank. Alter, ich bin ja so viel vor dir. Ne, mein Gehirn hat einfach noch ein bisschen länger gebraucht. Also ich habe schon früher gesehen, aber ich habe es noch nicht ganz so gecheckt. Leute, guckt euch mal diese Dingens hier an, so Alter, was ist denn das? Die kamen so aus nichts geschossen plötzlich mit einem Tor. Ja, und das ist natürlich immer scheiße, das darf nicht passieren und seitdem sind die im Spiel und ja. Da gehe ich gleich raus und spiele selber. Oh Mann. Ja, Jan freut sich, aber. Nein! 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 Ich lach gar nicht! Mann, ist so eine Scheiße. Ich weiß nicht, was da los ist. Das ist ja höher.
Ja, wie gesagt, seitdem die da ein Tor gemacht haben, das ist einfach. Die sind einfach viel besser im Spiel. Alter. Komm, komm, komm. 5 Minuten, das ist so knapp. Nach 5 Minuten macht man immer keine Tore. Also in der Schlussphase haben wir noch nie ein Tor gemacht. Komm, jetzt vielleicht. Das hätte ich nicht gedacht. Also ein Unentschieden hätte ich gedacht, so ja, und damit wäre ich so lala zufrieden halt. Aber dass ich jetzt tatsächlich verliere, das hätte nicht sein müssen. Leute, gegen Platz 1, eigentlich habe ich keinen Spaß. Also ich habe tatsächlich keinen Spaß. Aber ist mir egal. Ja, und das ist das gleiche in Grün wie immer. 3 Chancen haben wir vorne gehabt. Ich dachte so, ja, das Spiel ist einmal wieder nicht so schlecht. Und dann kriegen wir eine hinten und die ist drin. Meine Wolfsburg hatte nach dem 3:0 auch ein ordentliches Comeback. Wenn ich das jetzt hier auch schaffe, ja, das wäre geil. Nichts. Ich glaube nicht, dass es zählt. Ja, Tor aber kann. Alter, das war aber schon knapp. Knapper als ich dachte. Ja, das kenne ich. 2:0 Schalke. Meiner Meinung nach bin ich die bessere Mannschaft. Oder zumindest gleich auf den Abseits-Tor habe ich ja auch schon gemacht. Ja. Gut, Halbzeit 2:0. Also natürlich, ich will da jetzt nichts sagen. Also es ist, ich habe nichts anderes erwartet. Bisschen deprimierend natürlich, weil ich ja hier definitiv das 1:1 machen kann. Vorher auch schon das 1:0 machen kann. Kann, ich weiß es nicht. Wie viele Minute bist du? Seit einer Stunde ungefähr der 80. Also gerade 88. Aber ich kann mir leider gar nicht zugucken. Geht einfach nicht weiter gerade. Ich weiß es nicht. Es ist, ja, jetzt hören die Glitz auf. Jetzt hört aber auch das Spiel auf. Ja, wie gesagt, ich habe mir ja auch nichts erhofft. Ein bisschen bitter halt wieder zu sehen, dass meine Mannschaft gut startet und Abseitstor macht und im Endeffekt es dann nichts bringt und man dann 2 Gegentreffer kassiert. Ja, ist immer bitter zu sehen, aber vom Endergebnis her ist es, ja. Leute, wir haben das Spiel zwar nicht gewonnen, aber was ich sehr positiv daran fand, ist, dass unser Torwart Müller extrem gut war. Und ja, also das ist jetzt das Training, was jetzt zwischendurch hier geplant ist. Dann das Hertha-Spiel und dann, wie gesagt, haben wir ja ein bisschen Zeit. Schau dann Jan bei seinem DFB-Pokalspiel zu und schau mal, dass ich hier ein bisschen was plan, damit ich dann zum Hoffenheim-Spiel wieder auf jeden Fall am Start bin. Aber der Torwart hat mir echt gut gefallen. Also das hat sich irgendwie gelohnt, den so gut zu trainieren. Also es hat auf jeden Fall gut geklappt. Besorgt nach 2:0 Niederlage kann ich nicht verstehen, weil Schalke ist Platz 1 und 2:0 finde ich jetzt nicht ein ultra krank hohes Ergebnis. Also ja, ich habe nichts anderes erwartet, sagen wir so. Ich spiele gleichzeitig mit Jan und ich spiele zu Hause gegen Hertha. Ich bin 16 und Hertha ist 11. Ja, ich würde mir wünschen, dass ich gegen Hertha jetzt was reißen kann. Hilft Jan, hilft natürlich mir sowieso. Ich bin sehr gespannt, es ist kein einfaches Spiel, so wie keins eigentlich. Wir haben auf jeden Fall was verändert, das sieht man hier definitiv. Ich will jetzt nicht alles vor Jan rumposaunen, aber man sieht es definitiv, dass wir mit einer anderen Grundausrichtung spielen und ich weiß es nicht. Vielleicht ist es ja cool, vielleicht auch nicht. Aber man muss ja mal was ausprobieren, wenn es eh schon scheiße läuft. Auch wenn es nur in diesem einen Spiel gut läuft, dann haben wir immerhin mal wieder 3 Punkte. Bitter, aber auch hier liegen wir wieder 1:0 zurück. Hertha ist einfach Hertha. Ja, den haben wir heute zum ersten Mal spielen lassen. Den habe ich noch nie eingesetzt, weil das natürlich mit der Taktik nie ganz gepasst hat. Schönes Ding. Kann man so lassen. Leute, wir gehen in die Halbzeit. 1:1. Am Ende wurde jetzt nochmal ein bisschen härter, stärker, aber prinzipiell ist das Spiel. Ja, es ist eigentlich scheiße. Also, so gut läuft es nicht. Also, da hatten wir definitiv schon bessere Spiele. Ja, mal gucken. Aber Leute, wir werden besser. Wir haben mehr Chancen. Der XG-Wert steigt und steigt und steigt. Aber kein Higlit, Leute. Was ist denn da los? Guckt euch das mal an. Nur wir.
Und jetzt kriegen wir eine gelbe Karte. Ganz klasse. Also, ich will doch keine gelben Karten. Ich will Spiel sehen und hier Tore von mir. Die Zeit rattert durch und das Spiel ist gleich vorbei und es ist nichts mehr passiert. Es gibt's doch einfach nicht, oder? In der Schlussphase haben wir noch nie ein Tor gemacht und wir sehen nichts anders aus wie Schlussphase und selbst die sehen wir nicht mal mehr. Nachspielzeit rattert durch. Die letzte Möglichkeit jetzt hier vielleicht. Komm schon. Komm schon. Ach, da musst du doch einfach mal schießen und nicht so lange warten. Das gibt's nicht. Ja, Spiel vorbei. Wie gesagt, bitter einfach. Das Spiel war jetzt nicht unser Bestes, ist klar, aber zum Ende hin war, also die zweite Hälfte waren wir viel, viel besser. Was ja eigentlich nicht so unser Ding ist. Und also das müssen wir einfach machen. Kübler verletzt 1 bis 3 Tage. Das geht auf jeden Fall in Ordnung. Sein Debüt getroffen, das ist auf jeden Fall gut. Das ist nice, dass es endlich mal soweit ist. Ja. 5 Spiele sieglos. Das ist auf jeden Fall bitter. Also es ist wirklich bitter. Ja, meine Freunde, wie sieht's aus? Beschissen, würde ich sagen. Spiele sind noch nicht alle durch, ist mir egal. Wir hören uns ja auf jeden Fall nachher nochmal in der Abmod. Und ja, trotzdem, ich schaue mir jetzt Jans DFB-Pokalspiel an. Ich möchte euch vorher aber nochmal ganz kurz sagen, dass ich ja, jetzt diese 2 Wochen nutze, um halt Offensive zu trainieren, weil eigentlich war ja mein Plan so Defensive. Aber klar, das baut man nicht innerhalb von 2 Wochen auf, ist mir schon klar. Aber ich, wenn ich meine Mannschaft spielen sehe, dann sehe ich einfach eine Mannschaft, die vorne viel aktiv ist, aber die Dinger nicht reinmacht. Und hinten immer mal wieder ausgekontert wird und halt ein Tor kassiert. Und ich habe nicht so die Gegenmittel für dieses Auskontern, aber ich könnte halt hoffentlich, das ist so meine einzige Hoffnung, die ich noch habe. Ich meine, guckt euch die fucking verkackten Ergebnisse an, Alter. Die einzige Hoffnung, die ich halt wirklich noch habe, ist sozusagen die Dinger, die ich vorne habe, die müssen jetzt mal rein. Und gegen Hoffenheim, gegen Köln, gegen Bayern vielleicht nicht, aber vor allem auch gegen Frankfurt, gegen Jan. ja. Ich trainiere das einfach die 2 Wochen. Ich kann euch das noch kurz zeigen. Training hier. So sieht das aus, die nächsten 2 Wochen. Ziemlich vollgeballert, ziemlich viel. Belastung ist aber trotzdem in Ordnung. Ich kann es mal so zeigen, so ungefähr. So sieht das aus. Eine Taktik habe ich jetzt mal die primäre Taktik, die hier eingestellt. Und ja, ich weiß nicht. Ich habe einfach mehr 10er-Positionen in der Mannschaft. Vielleicht bringt mir das irgendwas. Es ist schwierig für mich, Leute. Ich finde es echt schwierig. Aber ich gucke jetzt Jan erstmal zu und hab Spaß, ne? Also, Leute, nächste Folge: Transferfenster, weitere spannende Spiele bei uns beiden. Wir sind auf Platz 13 und Platz 14 wieder dicht beieinander. Wie es weitergeht, erfahrt ihr da. Natürlich auch die DFB-Pokalauslosung gibt es da im nächsten Video. Wird auch total spannend. Ich freue mich. Lasst noch eine Bewertung da. Schreibt alles Mögliche in die Kommentare. Und natürlich die Infokarte abchecken, weil da geht's zur jeweils anderen Folge. Bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao. Ciao.